Hallöchen und herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Ihr seht ja, ich bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen, aber wird bestimmt besser. Irgendwann, in einem Monat, werden die Videos wieder. Gut, bitte. Ohne Halstuch und ohne Tee, den ich nebenher schlürfe. Ja, genau. Wir drehen die Videos ja auch nicht einmal pro Woche, sondern wir drehen manchmal auch mehr an einem Tag. Genau. Genau, richtig. Das Video letzte Woche war wahrscheinlich auch vom gleichen Dreh. Ihr werdet sehen. Heute für euch von uns auf dem Tisch Clans of Caledonia von Karma Games. Ist von 1 bis 4 Spielern gedacht, ab 12 Jahren geeignet und dauert ungefähr eine halbe Stunde pro Spieler. So, ja, worum geht es? Ja, ihr seht es ja schon, von der Stimmung her geht es so leicht in die Richtung Isle of Sky. Da hat man ja schon fleißigst... Ah, du hast ja auch noch da, stimmt. Da hat man ja schon fleißigst Siedlungen entwickelt und Königreiche gebaut. Beziehungsweise nicht Königreiche, sondern eher die Clanreiche oder wie das. Wie soll man das nennen? Naja gut, da hat man sich ja halt um den Clan so ein bisschen lightweight, würde ich sagen, gekümmert. Genau. Aber jetzt sind wir ja bei Clans of Caledonia. Richtig, die Illustrationen sind hier tatsächlich von dem gleichen Illustrator Designer gemacht. Das ist der Clemens Franz. Der hat sowohl für Isle of Sky als auch für Clans of Caledonia die Illustrationen gemacht. Wobei natürlich das Spielprinzip ist ein anderes. Also wirklich schon komplett anders. Genau, richtig. Ihr seht es ja, wenn ihr mal einen Blick hier drauf werft, da fährt plötzlich so ein Dampfschiff rum. Das heißt, wir sind schon in einem bisschen in einer anderen Zeit. Ja, wir sind nicht so hin, wir bauen mal unseren Clan auf und stellen ein bisschen was her. Nein, wir sind tatsächlich darauf ausgerichtet, zu expandieren und zu exportieren. Wir wollen unsere Siedlungen größer machen, wir wollen Waren anbauen, wir wollen Waren herstellen. Nein, andersrum, wir wollen Rohstoffe anbauen und daraus Waren herstellen und die dann möglichst teuer verkaufen. Genau. Das Setting des Spiels ist letzten Endes Schottland des 19. Jahrhunderts. Mhm. Wir befinden uns in der Transformation von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft. Richtig. Und ich habe euch hier mal ein paar Ressourcen hingelegt. Die muss ich noch leicht umsortieren, weil eigentlich ist es so richtig. Wir haben nämlich Getreide, wir haben Wolle, wir haben Milch, wir haben Käse, wir haben Brot und natürlich, was soll anderes aus Schottland kommen, wenn nicht Whisky. Ja. Schottischer Whisky, ne? Genau. Interessanterweise verarbeiten wir Wolle nicht weiter, das für die verkaufen wir nur. Genau, richtig. Ja, da kann man ja Kills draus machen und die dann exportieren. Ne? Genau. Aus Getreide stellen wir Whisky und Brot her und aus Milch stellen wir Käse her. Genau. So. Sortieren wir mal wieder rum. Ja, aber wie kommen wir denn eigentlich an Getreide und Käse und Milch und überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine sehr aktuelle Frage. Ja. bekommt man natürlich nur hin, wenn man, wie gesagt, expandiert und wenn man eine Käserei baut, eine Whiskybrennerei baut, eine Bäckerei baut. Und natürlich brauche ich Wiesen, wo ich Schafe züchte, damit ich eben Wolle bekomme. Ich brauche Wiesen, wo ich Rinder züchte, damit ich aus denen Milch abzapfen kann. Und ich brauche natürlich Felder, wo ich Getreide anbauen kann, damit ich daraus dann später die eben schon genannten Güter herstellen kann. Und wir sind natürlich keine sehr bescheidenen Clans, wir sind recht gierig. Das heißt, wir wollen gleich mehrere von der Sorte. Bis zu 4 von jedem. Genau, richtig, richtig. Wird aber dann teuer und wird zeitlich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber gut, ich habe euch hier mal die Icons hingelegt. Also das sind quasi die Ressourcenmarker, die Rohstoffe selbst. Und das hier sind die Marker, die zum Einsatz kommen, um eben auf dem Spielplan hier was zu symbolisieren. Da muss man mal ein bisschen rumsortieren. Die hier müssen raus. So. Das hier ist ein Getreidefeld, das gibt es in den Spielerfarben, ich habe jetzt blau, Andi hat rot, damit man schön unterscheiden kann. Weiß gibt es noch und hier hinten haben wir noch schwarz liegen. Das heißt, ein Spiel bis zu 4 Spieler. Genau, richtig. Kann aber auch schon allein gespielt werden. Ja,
Genau. Also das hier ist, wie gesagt, das Symbol für ein Getreidefeld. Das hier ist das, das Symbol für eine Schafweide, eine Rinderweide, eine Bäckerei, eine Käserei, eine Whiskybrennerei. Und das hier soll ein Männchen darstellen. Männchen haben zwei verschiedene Funktionen. Die können nämlich entweder als Holzfäller arbeiten oder als Bergarbeiter. Genau. Also Arbeiter sind ja, und genau, entweder im Bergwerk oder eben im Wald. Genau. Richtig. Das ist auch wichtig gleich am Anfang, weil die sind unsere Haupteinnahmequelle. Genau. Vor allen Dingen am Anfang. Also überhaupt genau, um Geld, an Geld zu kommen, ne? Wenn genau. wir gerade was verkaufen können. Diese Würfelchen, die wir hier sehen, das sind Händler. Die Händler setzen wir ein, um, oh Wunder, Waren zu kaufen und zu verkaufen. Dann haben wir noch hier so ein Steuerrad. Mit diesem Steuerrad zeigen wir quasi den Fortschritt unserer Schifffahrt an. Kommen wir später noch dazu. Dann gibt es hier diesen, das soll ein Orden sein, ja. Der zeigt unseren Ruhm an. Ruhm ist quasi letztendlich das, was man am Ende sammeln muss, um zu gewinnen. Dann haben wir noch hier diesen Marker, der zeigt an, wer die meisten Siedlungen hat. Und dann haben wir noch diesen kleinen Marker, der ist letztendlich dafür da, um zu zeigen, die Startspielerreihenfolge sozusagen festzulegen. Genau. Kommen wir aber noch im Detail dazu. Aber jetzt habt ihr sozusagen alle von den Holz-Icons mal gesehen. Gleich am Anfang zu erwähnen, das sind Holzteile, das ist kein billiges Plastik oder was weiß ich Richtig. Was, sondern da hast du was in die Hand zu nehmen. Genau. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal, aber das kommen wir später noch. Genau. So, werfen wir mal einen Blick hier auf unser Spielfeld. Wir sehen, es gibt Wiesen, es gibt Berge, es gibt Meer und es gibt Wälder. Das sind so grob die Bereiche, die man unterteilen kann. Das ist natürlich nicht das normale Meer, das ist eigentlich so typisch, Loch. Typisch schottisch, genau. Genau. Da haben wir halt ein Loch. Richtig. Vielleicht Messi auch irgendwo, aber im Prinzip haben wir ein Loch. Wir haben außerdem solche Spezialfelder, die sind nämlich sowohl als auch nutzbar. Das heißt, ich kann hier Getreide anbauen, ich kann aber auch einen Bergarbeiter hinschicken. Und auf diesem Feld könnte ich Getreide anbauen, ich könnte einen Bergarbeiter hinschicken oder einen Holzfäller hinschicken. Ja, das sind sozusagen Kombifelder. Außerdem gibt es Flüsse, die die Bereiche trennen. Da komme ich auch nicht so ohne weiteres drüber. Ja. Muss ich sozusagen Technologie entwickeln und mich ja, forschen. Ich muss forschen, damit ich über diese Flüsse drüber kann. Und je weiter ich forsche, dann komme ich vielleicht auch irgendwann mal so weit, dass ich nicht nur über Flüsse drüber kann, sondern auch weitere Abschnitte des Lochs überqueren kann. Und auf der anderen Seite Siegel. Genau, richtig. Kommen wir vielleicht kurz zum Aufbau. Ihr seht hier in der Mitte sind so Felsen. Das sind die Anlegepunkte sozusagen, weil man kann das Ding auch einfach umdrehen. Flupp. Und schon sieht es anders aus. Genau. Die, so machen, so. Die Landschaft ist dann natürlich anders, aber es ist immer kompatibel zu den jeweilig anderen Blättchen. Genau. Das heißt, man hat hier 4x4 Möglichkeiten, um das Spiel, den Spielplan letztlich zu legen. Genau, richtig. Also ich habe letztendlich 4x4, man kann es ausrechnen, wenn man möchte. Ich habe es eben im Taschenrechner gemacht, 16, genau. Was denn, Fred? Oh, ja. Wichtig ist, dass hier in der Mitte diese 4 Felsen aneinander liegen. Genau, richtig. Weil dann passt das nämlich auch mit den Flüssen zusammen. Ja, hier zum Beispiel. In dem Grenzbereich und... Genau. Gut. Dann haben wir außerdem noch hier in den Ecken haben wir Häfen. Häfen haben besondere Funktionen, die einmal im Spiel, wichtig, einmal im Spiel, nicht pro Runde, pro Zug oder sonst was, sondern einmal im Spiel von jedem Spieler genutzt werden dürfen. Deswegen hat der Spieler auch diese 4 Hafenblättchen, damit er theoretisch jeden Hafen quasi einmal benutzen kann. Um natürlich diese Hafenhäfen auch zu benutzen, diese Boni zu benutzen, muss man benachbart sein. Benachbart oder durch die Schifffahrtsforschung entsprechend angrenzend. Das heißt, genau, richtig. Das erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Weizenfeld habe und ich möchte diesen Hafen hier oben nutzen,
dann brauche ich eine Forschung. Da, wo der Pfeil hin zeigt. Da, wo der Pfeil hin zeigt, ja. Aber es sind trotzdem zwei. Da muss ich mit meiner Forschung so weit sein, dass ich über zwei Lochfelder komme, sozusagen. Über zwei Löcher. Ja, oder so ähnlich. Genau. Was man hier auch sieht, ist, dass hier an den Kartenrändern dieser Markierungen existieren mit dem Pfeil nach unten, beziehungsweise drüben oder wo auch immer. Einige haben keine Männchen oben drüber, so wie der hier unten. Mhm. Das bedeutet, im Spiel mit mehr als zwei Spielern wird dann quasi hier unten ein weiteres Feld angelegt für den Hafen. Mhm. Im Spiel mit zwei Spielern wird hier ein Feld angelegt. Genau. Oder auch allein wird hier auch ein Feld angelegt. Genau. Wir haben jetzt mal hier diese vier Felder herausgesucht und die möchte ich euch kurz erklären. Oder quasi jeder Hafen in unserem Schottland der Träume hat eine andere Funktion oder eine andere Spezialfähigkeit. Und die vier wären jetzt zum Beispiel, ich fange mal mit dem hier an, ich gebe ein produziertes Gut ab, also entweder eine Milch oder ein Getreide oder eine Wolle und bekomme dafür drei andere Güter, beliebiger Natur natürlich. Ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Wolle abgeben und nehme dafür drei Getreide. Oder ich gebe eine Milch ab und nehme dafür zwei Getreide und eine Wolle. Wie auch immer. Freie Kombination. Wichtig ist, das sind die Grundgüter. Genau, richtig. Also die man sozusagen anbaut. Mhm. Pendant dazu wäre dieses Plättchen. Da geht es um die hergestellten Güter. Das heißt, ich kann ein hergestelltes Gut abgeben und dafür zwei hergestellte Güter nehmen. Das heißt, ich gebe Whiskyfass ab und bekomme dann dafür eben Käse und ein Brot oder wie auch immer. Wie auch immer. So, dann hat man noch diese Möglichkeit, das ist so der soziale Marktwirtschaftsplättchen mit politischem Einfluss. Der sorgt nämlich dafür, dass ich den Preis einer Ware manipulieren kann. Und zwar drei Felder nach oben oder drei Felder nach unten. Mhm. Abhängig davon, ob ich wirklich kaufen oder verkaufen möchte, richtig, macht das eine oder andere Sinn. Genau, also es bringt nichts, wenn ich weiß, ich will das jetzt unbedingt kaufen, dann mache ich es teurer. Das sollte man sich vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann vielleicht doch nochmal an die Schulzeit zurückdenken in Wirtschaft und Recht, wo man da vielleicht doch so, oder nee, reicht eigentlich grundlegende Mathematik vielleicht aus. Ja, ja, das ist das gemeinsame Vielfache. Ja. Genau, richtig. Das führt mich nämlich zu diesem Feld hier, was wir haben. Das Besondere hier ist, ihr seht, da sind so durchsichtige Plättchen drauf, die zeigen den aktuellen Marktpreis an, den ich also mit dieser Hafenfunktion quasi manipulieren kann. Eben habe ich ja schon angesprochen, es gibt diese Marker, die sind Händler oder die stellen Händler dar. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Getreide kaufen möchte, wird es teurer. Das heißt, ich kaufe mir für 5 Pfund ein Getreide, zahle quasi 5 Pfund, das sind die hier, sehen wir dann noch, bekomme ein Getreide und der Marker rutscht 1 nach oben. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt gerade ganz viel Getreide, ich möchte 2 auf einmal kaufen. Dann zahle ich auch nur den Preis hier unten, also dann zahle ich 2 mal 5, bekomme dann 2 Getreide und der Preis rutscht dann hier 2 nach oben. Klar, die Nachfrage steigt, dementsprechend. Genau, richtig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt für das erste Getreide 5 zahle, für das zweite Getreide 6. So ist es nicht, sondern das rutscht dann quasi auf einmal. Ich zahle immer auf einmal den Betrag, wo gerade das Plättchen drauf liegt. Mhm. Wenn danach, also nehmen wir mal an, ich habe das hier gekauft und Andi braucht auch Getreide und kauft es dann auch, dann wird es natürlich weiter nach oben gehen. Und er müsste dann eben den aktuellen Preis hier zahlen. Mhm. By the way, auch für dieses Blättchen ist es wichtig, dass ihr euch anguckt, für wie viele Leute das gedacht ist, weil für 4 Leute sehen die Preise und auch ein paar andere Boni, die hier drin stehen, anders aus als für 2. Genau. Ne? Genau. Diese Aktion mit dem Plus und Minus 3 würde quasi zusammenfallen mit dem eigentlichen Handeln. Das heißt, das ist an sich immer, die Hafen sind immer eine freie Aktion, wenn man sie spielt. Das heißt, man kann in der gleichen Runde den Hafen nehmen und dann eine Aktion machen. Und die Aktion hierbei wäre quasi natürlich dann das Handeln. Das heißt, direkt bevor ich handle, spiele ich das, ändere und dann ist gut. Dann hast du noch eine übrig, glaube ich. Genau, richtig. Dieses Plättchen heißt letztendlich
ich kann 3 Pfund ausgeben und darf dafür die anderen Aktionen des Hafens nochmal nutzen. Das heißt, es kann sein, ich habe schon mal zum Beispiel den Preis manipuliert, da liegt schon mein Plättchen drauf, das heißt, ich darf den Hafen nicht nochmal aktivieren. Wenn ich dann aber 3 Pfund zahle und aktiviere diesen Hafen, vorausgesetzt natürlich, ich habe die Bedingungen erfüllt, ich komme auch zu diesem Hafen hin, ja, dann dürfte ich diese Aktion hier nochmal einsetzen und dürfte dann nochmal zum Beispiel den Preis manipulieren. So, genau. Ja, so kann man auch einen Hafen einfach 2-mal spielen. Genau, so ist es. Einen, ja. Also ich zahle nicht 3 und darf dann alle 3 Häfen, also das geht nicht. Immer nur einen. Mhm. Wollen wir die jetzt einfach ins Spiel nehmen oder wollen wir die anderen auch noch zeigen? Also es gibt noch mehr, aber ich glaube... Ich hätte gesagt, wir nehmen die einfach ins Spiel, gutes. Genau. Die Anleitung ist recht gut, was das angeht. Die erklärt wirklich jedes einzelne Blättchen im hinteren Teil. Können wir ja am Ende nochmal zeigen. Können wir am Ende nochmal zeigen, ja. Gut, dann haben wir natürlich hier noch Geld. Wir haben einmal die 10 Pfund, wir haben einmal die 5 Pfund und wir haben 1 Pfund. Mhm. Ist ja klar, wir sind im kapitalistischen Schottland. Da muss natürlich auch Geld fließen. Das sind alles Pfundskerle. Richtig. genau. Lizenz. Da wohnt ja auch dein McMoney-Sack, ne? Oh, ja. Okay. Ja. Gut. Wäre das erklärt? Wäre das erklärt? Ich würde sagen, jetzt habe ich ganz viel erklärt. Erklär du doch mal das. Der Reihe nach. Also, ja, du hattest schon angerissen mit den einzelnen Figürchen hier, die hier rumstehen, mit den einzelnen Holzteilen. Vielleicht nochmal ganz kurz das Spielertableau selber, bevor wir hier zu den Spezialdingern kommen. Das Spielertableau selber, ihr habt für jede von den verschiedenen Kategorien von Dingen, die ihr bauen könnt oder einsetzen könnt letzten Endes, eine Spalte. Das heißt hier zum Beispiel für die Schafe, eins hier für die Rinder, eins hier für die Käsereien. Das Schöne ist, das Tableau selber zeigt euch auch an, was ihr dann bekommt, wenn ihr die schon gebaut habt. Mhm. Das gleiche gilt hier auch für die Arbeiter, Holzarbeiter, genauso wie die Bergarbeiter. Es zeigt euch im Prinzip an, was ihr dann als Boni nachher bei der Produktionsphase da zu erwarten habt. Und es zeigt euch hier oben natürlich auch an, wie viel manche Dinge kosten. Wie das mit den Kosten ist und wie das Ganze dann nachher eingesetzt wird, dazu kommen wir dann nachher. Mhm. Hier am Boden habt ihr noch, auch noch eine Leiste. Unter den Bergarbeitern und Holzarbeitern ist das quasi hier so eine Art Forschung. Das heißt, abhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel schon bessere Äxte erforscht habe, vielleicht eine Säge erforscht habe oder nicht, kann unser Holzarbeiter mehr oder weniger Produktion leisten. Dementsprechend verdienen wir mehr oder weniger, ob wir das schon gemacht haben. Und ob wir jetzt statt einer Picke einfach vielleicht Dynamit benutzen können zum Bergbau, naja, das beschleunigt auch den Bergbau, ne? Das heißt, dann sind auch unsere Bergarbeiter effizienter. Genau. Das hier, wie der Roman schon gesagt hat, ist dann diese Schifffahrtsgeschichte, bis zu 4 Felder. Hier sind unsere anzuwerbenden Händler noch. Mhm, genau. Und ich denke, dann haben wir zumindest nochmal das Tableau auch abgehandelt, erstmal. Genau. Wichtig nochmal, das Tableau zeigt uns ja schon an, ich brauche Getreide. Ja, deswegen sind hier diese Pfeile dargestellt. Ich brauche Getreide, um Whisky oder Brot herzustellen. Wenn ich weder ein Getreidefeld habe, noch in meinem persönlichen Vorrat Getreide habe, dann kann ich natürlich weder Whisky noch Brot herstellen. Mhm. Genauso ist es mit der Milch. Da haben wir auch wieder den Pfeil drauf. Mhm. Die Wolle, die ist so ein bisschen der Außenseite, ja. Richtig. Aber, was auch noch eine Ressource ist, die man erwähnen muss, ist, was ist der Schotte gerne? Haggis, was sind da drinne? Hirn. Wo ist Hirn drinne? Tiere. Was macht man aus Tieren? Fleisch. Also, ganz einfach. Man hat natürlich noch 2 weitere Ressourcen, und zwar Steakfleisch und Hammelfleisch. Rindfleisch und Schaffleisch. Ja. So, wie kriege ich denn das? Das kriege ich relativ einfach. Ich muss meine Tiere platt machen. Wenn ich also, genau, wenn ich also eine Weide voller, voller Rinder habe, kann ich diese Weide räumen? Ich nehme also den Marker quasi von der Weide weg, tue sie wieder in den Vorrat zurück und habe dafür ein Fleisch hergestellt. Das Fleisch gibt es nicht als Marker. Das braucht man quasi nur dann, wenn man einen Exportauftrag erfüllt. Zu den Exportaufträgen kommen wir noch. Ähnlich ist es natürlich mit den Schafen. Ich kann auch ein Schaf von der Weide runternehmen und habe dann quasi dieses Schaf in Hammelfleisch umgewandelt. Genau. Du hast schon gesagt, Export. Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht nur mit dem Markt handeln, weil das ist vielleicht gar nicht mal so lukrativ. Und
Ob das Geld nachher das ist, was uns am meisten bringt, das wissen wir noch gar nicht, da kommen wir noch dazu. Aber wir haben natürlich hier auch eine Exportkiste, die liegt ja auch noch beim Spielertableau daneben. Und hier haben wir die Möglichkeit nachher Exportaufträge oder für Exportaufträge Waren zu sammeln. So. Normalerweise können wir jetzt nicht, keine Ahnung, wir sind ja noch keine Großindustriellen, wir können keine 20, 30, 40 Exportaufträge mit einem Mal annehmen. Das ist immer nur einer, den wir zu einem Zeitpunkt wirklich bedienen können. Und deswegen haben wir eine so eine Kiste hier. Es gibt Ausnahmen, dazu kommen wir dann später. Mhm. So, und jetzt die Frage, wie komme ich an so einen Exportauftrag? Da haben wir hier auf der rechten Seite schon unser Exporttableau. Ihr seht hier in der Mitte diese sechs freien Kästen. In diese sechs freien Kästen legen wir nachher, hier zufällig gezogen, da kannst du mal ein Beispiel zeigen. Exportaufträge. Ja. Diese Exportaufträge werden wir im Laufe des Spieles erfüllen, oder wollen wir im Laufe des Spieles letztendlich erfüllen. Um einen Exportauftrag erfüllen zu können, müssen wir uns den natürlich erstmal nehmen. Das heißt hier zum Beispiel, nehmen wir mal zwei Whisky, zack, so, lege ich hier rüber in meine Exportkiste. Und wenn ich den erfüllen möchte, dann muss ich natürlich zwei Whisky haben. Mhm. Das ist hier auf der linken Seite. Mhm. Das ist das, was ich brauche. Und ich bekomme dann dafür quasi 10 Pfund und zusätzlich einen gewissen Importwert für bestimmte Waren, den ich verrechnen kann. Das heißt zum Beispiel hier zwei Tabak. Ja, Tabak, das ist hier dargestellt mit diesem kleinen lustigen Ding da. Mhm. Das würde dann quasi auf die aktuell existierende Tabak-Import-Leiste würde das quasi dann hinzugefügt. Das heißt zwei, zack, dann wären wir schon mal bei zwei für Tabak. Das hat nachher nochmal eine Bewandtnis für die Endwertung. Genau. Außerdem gibt es noch Importgüter. Das hier soll Baumwolle darstellen und das hier soll Zuckerrohr darstellen. Richtig. Also die üblichen Güter für damals, die halt damals so in waren. Genau. Und es gibt noch Hopfen. Und Hopfen ist ein spezielles Gut, denn Hopfen wird umgemünzt in andere Export- oder Importgüter in dem Fall. Das kann man sich dann ein Stück weit raussuchen, welchen man dann auch selber verbessern möchte dadurch. Genau. Dann haben wir hier noch eine Übersicht. Und zwar ist es so, in der ersten Runde, wenn ich einen Exportauftrag annehme, dann bekomme ich Geld. Ne? Das ist toll. Ja. Pro in der nächsten? Also ich kann natürlich nur einen annehmen, außer in einem konkreten Fall. Auf den gehen wir vielleicht nachher kurz nochmal ein. Genau. Wenn ich in der nächsten Runde erst einen Exportauftrag annehme, dann kriege ich gar nichts mehr für. Wenn ich erst in der allerletzten Runde einen Exportauftrag annehme, muss ich sogar 15 Pfund zahlen. Das heißt, ich sollte mir genau überlegen, wann ich einen Exportauftrag nehme. Und ich sollte vielleicht dann auch schon ein paar der Waren haben, beziehungsweise sollte geplant haben, diese Waren dann auch später zu produzieren oder zu kaufen. Mhm. Je nachdem. Ganz genau. Genau. So, was sehen wir hier noch? Wie gesagt, hier diese Leiste, die wird für mehrere Dinge benutzt. Das eine Mal, wie die Importkraft letztlich pro Gut hier ist, nämlich für Tabak, für Wolle und für Zuckerrohr. Wenn man über bestimmte Punkte drüber hinaus macht, hier zum Beispiel 5, 10, 15, dann gibt es nochmal für die entsprechenden Güter eine Vergütung. Dazu kommen wir dann später nochmal. Mhm. Ansonsten ist es so, dass wir hier auf diesem Tableau noch hier unten diese zwei Sachen haben. Und zwar ist es so, auch das hier ist die Tableau-Leiste für die Zwei-Spieler-Variante. Bei mehr Spielern hätte man hier noch weitere Platzierungen. Und zwar markieren wir hier die Reihenfolge unseres Zuges. Das heißt, oder der Spielereihenfolge, wenn du so möchtest. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier sage, der Roman fängt an, dann ist er hier erst auf 1 und ich auf 2. Und nachher während des Spiels ist es so, dass wir passen irgendwann mal. Und der zuerst passt, kommt dann quasi hier unten an die erste Stelle und der zweite nachher dann an die zweite Stelle. Genau. Wer zuerst passt, kriegt den größten Geldbonus und fängt dann eben in der nächsten Runde an. Genau. Gespielt wird das Spiel über 5 Runden. Mhm, genau. Und am Ende von jeder Runde
gibt es Ruhm zu erlangen. Mhm. Ja, wir haben jetzt hier mal einfach ein paar Beispiele rausgenommen. Gucken wir es uns kurz mal an. Dieses Feld zum Beispiel sagt aus, für jeden Grundrohstoff, den ich in meinem persönlichen Besitz habe, ja, nicht irgendwie könnte ich herstellen in der nächsten Runde oder sonst was, sondern was ich tatsächlich habe, was ich besitze, für jeden Einzelnen bekomme ich einen Ruhmpunkt. Mhm. Hier ist es für jedes Fleisch. Das heißt, ich könnte sozusagen, wenn ich jetzt irgendwo hier eine Rinderweide habe und eine Schafweide, könnte ich sagen, ich opfere diese beiden, wandle sie um in Fleisch und dann bekomme ich für jedes Feld 2 Ruhmespunkte. Ja, wobei natürlich das Opfern an sich nicht für den Ruhm funktioniert, sondern das Opfern muss ich machen, um Exportaufträge zu erfüllen. Und für die ich erfüllt habe, für die bekomme ich dann die Ruhmespunkte. Genau. Das ist der wichtige Part. Das ist ein Unterschied zu diesen anderen Filtern da. Hier geht es um die produzierten Güter. Für je 2 produzierte Güter bekomme ich hier dann 3 Ruhm. Hier habe ich dann quasi, für, egal welches Gut ich habe, für jedes Gut bekomme ich einen Ruhmpunkt. Und dann haben wir hier noch ein, ja, eine sozusagen Belohnung, wenn man früher viel Geld ausgegeben hat. Weil das heißt letztendlich, wenn ich ein so ein Feld bebaue, dann zahle ich ja die Kosten, die hier oben dran stehen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Rinderweide aufmache, muss ich einen Grundpreis von 9 Pfund bezahlen und dann kommt es darauf an, wo ich die Weide hingebaut habe. Ja? Wenn ich sie zum Beispiel hier hingebaut habe, kostet es mich nur 1 Pfund extra, zusätzlich zu diesen 9. Wenn ich sie aber jetzt zum Beispiel hier hingebaut habe, kostet es mich 5 Pfund extra. Und für jedes Feld, was zum Ende dieser Runde, wo dieser Marker ausgelöst wird, für jedes Feld, was 5 oder 6 Wertigkeit hat, bekomme ich dann 2 Ruhmespunkte. Mhm. Genau, das mit dem Bauen, da kommen wir nochmal ganz konkret drauf. Wenn wir jetzt dann die Aktionen durchgehen, also die Phase und die Aktion. Genau, richtig. Genau. Wir haben ja schon gesagt, das Spiel geht über 5 Runden. Jede dieser 5 Runden setzt sich zusammen aus 4 Phasen. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase kümmern wir uns im Wesentlichen darum, die Sachen wieder aufzuräumen, die hier auf dem Tableau irgendwo rumgeistern. Mhm. Die Exportaufträge wieder aufzufüllen. Und die Händler von den Tableaus zu nehmen. Mehr wird da eigentlich auch gar nicht gemacht. Die erste interessante Phase, jetzt auch gerade bei der ersten Runde, ist die Aktionsphase. Und da haben wir tatsächlich 7 mögliche Aktionen, die wir auch beliebig oft machen können, aber die immer nur eine pro Spieler quasi gemacht wird. Das heißt, ich mache eine Aktion, Roman macht eine Aktion. Ich mache eine Aktion, Roman macht eine Aktion. Genau, wenn ich dann passe, kann Andi danach so viel Aktion machen, wie er noch kann, möchte, will? Genau. Bei mehr Spielern wäre es genauso. Also sobald jemand passt, ist er raus aus der Runde. Genau. Bekommt die entsprechenden Pfund. Genau. Und der Rest spielt halt weiter, solange es alle gepasst haben. Genau. So. Welche Aktion es konkret gibt, dann gleich. Erstmal noch die Phasen zu Ende. Wir haben auch eine Produktionsphase, da bekommen wir nachher dann im Prinzip unser Einkommen, das heißt, wir bekommen Geld für die entsprechenden Arbeiter, wir bekommen unsere Waren, die wir hergestellt haben und produziert haben. Und ja, das ist dann auch schon die Produktionsphase, wir zeigen das nachher nochmal kurz. Und dann gibt es die Wertungsphase, wo es um die Wertung geht, hauptsächlich die auszuwerten und gut. Und dann geht es wieder von vorne los. Genau. So. Jetzt Aktionen, welche möglichen Aktionen haben wir denn? Genau. Ein bisschen was hat der Roman schon angerissen gehabt. Richtig. Wir fangen einfach an. Das Tolle ist, da ist so ein Kettle dabei. Ja. Da stehen alle Aktionen drauf. Es gibt nämlich insgesamt 8 Stück an der Zahl. Das Ganze ist auch zweisprachig hier gehalten, in Deutsch und Englisch. Ich weiß nicht, das Spiel ist, glaube ich, gibt es auch noch für andere... gibt es nur für Deutsch und Englisch. Nee, doch, es steht auf der Anleitung drauf, andere... Also zumindest das Spiel, die Anleitung, ist noch verfügbar auf Französisch, Italienisch und Spanisch. Mhm. Ja, gut. Du brauchst nur die Anleitung. Der Rest ist ja. Gut. Die Karten gibt es dann halt wahrscheinlich nicht. Aber ist ja auch egal. Fangen wir an. Erste Phase. Handeln. Haben wir eben schon angerissen. Ich kann alle Rohstoffe entweder kaufen oder verkaufen.
Je nachdem, wie viel Geld ich habe. Oder welche Waren ich habe. Ja. Und wie viele Händler. Richtig, genau. Ich kann mir nämlich noch andere Händler dazu kaufen und kann dann dementsprechend dort hier auf diesem Tableau aktiv werden. Pro Aktion kann ich allerdings nur eine Ware handeln. Mhm. Das heißt, ich kann nicht sagen, ja gut, meine Aktion ist Handeln und ich setze hier und hier und hier einen Händler. Das genau. geht nicht. Ich kann das nur mit einer Ware und auch nur ein hoch oder eben runter. Ich kann nicht hier einen und hier einen hinsetzen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da handelst du dich ja hin und her und Daytrading haben sie damals noch nicht gekannt, also ist nicht erlaubt. Genau, richtig. Na? Gut, dann Möglichkeit 2. Erhalte einen Exportauftrag. Das spielt sich hier drüben ab. Das heißt, ich kann mir aussuchen, frei von den verfügbaren Aufträgen, ich würde gern den da nehmen oder den da nehmen oder den da nehmen. Was auch immer ich möchte. Ich muss natürlich beachten, in welcher Runde bin ich gerade, ja, und muss dann entweder bekomme ich Geld oder ich muss Geld zahlen, je nachdem, in welcher Runde ich bin. Wenn ich einen solchen Exportauftrag gekauft habe, packe ich ihn mir hier drüben in meine Kiste rein, damit ich weiß, das ist meiner. Ich kann nur einen Auftrag pro Kiste haben, hat ja Andi vorhin schon gesagt, mit der Ausnahme von diesem Clan hier, dem Clan Buchanan. Da könnte ich dann theoretisch noch einen zweiten reintun. Zu den Clans kommen wir aber noch. Wie gesagt, ansonsten hat jeder genau eine Kiste, wo genau ein Auftrag reinpasst. Und es sollte auch gut überlegt sein, denn man darf Exportaufträge nicht mehr ablehnen, wenn man sie schon hat. Genau. Das heißt, solange hier ein Auftrag drin liegt, darf ich mir keinen anderen nehmen und darf den aber auch nicht wegschmeißen. Das heißt, ja, ich muss ihn erfüllen, auf Gedeih und Verderb. Ansonsten genau. habe ich ein Problem. Richtig. Die nächste Aktion, die ich durchführen kann, ist expandieren. Man beginnt am Anfang und platziert seine Arbeiter. Und zwar 2 Stück an der Zahl. Expandieren darf ich danach, also in der allerersten Runde darf ich die platzieren, wo ich möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der fängt da an und der fängt da an. Wenn ich dann als Aktion expandieren wähle, ja, stimmt. Muss der Holzfäller oder Bergarbeiter sein. Wenn ich danach expandieren wähle, muss ich die Voraussetzung erfüllen, dass ich dort auch expandieren kann. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Schaffarm aufmachen will, muss das Feld angrenzend sein. Ausnahme ist, wenn ich meine Schifffahrt schon weiter erforscht habe. Ja, wenn ich zum Beispiel die Schifffahrt schon auf diesem Feld erforscht habe, dann dürfte ich auch Flüsse überqueren. Das heißt, ich dürfte dann zum Beispiel das Schaf hier platzieren oder hier platzieren. Wenn ich die Schifffahrt schon weiter erforscht habe, dann dürfte ich zum Beispiel, ja, Schaf ist jetzt das schlechte Beispiel, aber dann dürfte ich zum Beispiel den nächsten Arbeiter, ja stimmt, ja, wollte es jetzt so machen, dürfte ich dann hier platzieren. Und so weiter und so fort, bis zu natürlich 4 Felder Lochfläche. Das heißt, ich dürfte dann zum Beispiel 1, 2, 3, 4, schauen wir mal an, der wäre jetzt nicht da, sondern da, 1, 2, 3, 4, dann dürfte ich hierhin expandieren. Wie gesagt, das Wichtige ist, ich muss die Voraussetzungen erfüllen. Und natürlich auch muss ich es mir leisten können. Ne? Und natürlich, und wichtig an der Stelle auch, Flussüberquerung und Lochfläche. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich hier den habe und ich habe 4, dass ich automatisch dann quasi hier über mehrere Flussfelder hinweg. Das geht nicht. Genau. Ne? Lochfelder ist das rechts. Und also das ist der Part. Und das ist halt einfach nur einfache Flussüberquerung. Genau, richtig. Gut, dann gibt es noch einen Nachbarschaftsbonus. Es gibt noch einen Nachbarschaftsbonus. Aber zum Nachbarschaftsbonus hätte ich gesagt, kommen wir erst noch. Erstmal ist noch was anderes wichtig. Nämlich, die Art des Feldes entscheidet natürlich, was ich da machen kann. Du hast schon gesagt, ich kann Arbeiter nur, also Waldarbeiter nur im Wald platzieren. Und Gebirgsarbeiter, also Bergarbeiter nur im Gebirge. Es gibt hier aber auch Felder, wie hier zum Beispiel, wo mehrere verschiedene Landschaftstypen auf einem Feld abgebildet sind. Jeder Landschaftstyp, der auf diesem Feld abgebildet ist, erlaubt mir quasi mehr Dinge hinzuzufügen. Das heißt, hier könnte ich jetzt sowohl einen Waldarbeiter als auch einen Bergarbeiter hinsetzen und ich könnte aber auch Produktionsgebäude hinsetzen, beziehungsweise Felder und sowas. Das heißt, hier ist es klar, keine Berg- und Waldarbeiter, aber eben halt alles andere, was ich bauen kann da, jetzt Schafe oder irgendwas anderes, kann da schon auch
gedeihen und so. Aber hier zum Beispiel könnte ich jetzt keine Felder hinpflanzen. Ja, ich will mal Schafe gedeihen sehen, aber gut. Oh, das gibt's als Term durchaus. Egal, wie dem auch sei. Genau. Das wäre dann Baumwolle. Das wäre das Expandieren, genau. Das wäre das Expandieren. Das nächste ist relativ einfach. Schifffahrt verbessern. Halt. Ja, bitte. Ich habe jetzt gerade nur gesagt, dass man hier diese Sachen da platzieren darf. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Nicht den da zum Beispiel. Getreide. Wenn ich jetzt in die Verlegenheit komme, hier neben dem Roman ein Produktionsfeld oder eben einen Arbeiter hin zu platzieren, dann ist es so, in dem Moment, wo ich das tue, wo ich expandiere hier, kann ich die Ressource, die Roman hier nebenan produziert, direkt benachbarten Feld, kann ich günstiger handeln hier auf dem Markt. So, günstiger handeln, sieht man hier oben, ist im Prinzip genau das. Das heißt, ich kann es günstiger einkaufen, nämlich um 2 verringert vom Preis her, bei den Grundgütern oder Grundwaren und um 3 verringert vom Preis her bei den Hergestellten. Genau. Das funktioniert aber nur einmal und zwar genau dann, wenn ich auch expandiere dorthin. Und ich brauche dafür Händler. Das heißt, ich muss Händler dafür einsetzen. Hier wäre es jetzt Getreide. Das heißt, wenn ich hier jetzt 2 Händler einsetze, dann kriege ich 2 Getreide zum Preis von 3 Pfund. Genau. Und nicht 5. So. Genau. Das heißt, das ist quasi die Ressource, die ich dann mittrade. Moment. Jetzt aber, Schifffahrt. Schifffahrt verbessern kostet mich 4 Gold, Pfund, Entschuldigung. Und dann rutscht es immer um 1 weiter. Ist aber immer eine Aktion. Ich kann nicht sagen, ich zahle auf einmal 8 und rutsche es 2 weiter. Nein, ich darf die Technologie immer nur einmal verbessern. Einmal verbessern, eine Aktion. Gut, dann haben wir noch als nächstes die Technologie verbessern. Da sind wir hier in diesem Bereich. Wie Andi ja schon gesagt hat, die Spitzhacke durch Dynamit und die Axt durch eine Säge ersetzen, kostet mich 10 Gold jeweils. Und dann kann ich das Blättchen einfach rumdrehen. Außer ich habe mir durch die Exportgüter Verbesserungsboni erworben, dann kann ich das natürlich verringern. Genau, Verbesserungsboni ist ein gutes Stichwort, weil die Verbesserungsboni kann ich entweder hier einsetzen, um diese Technologieverbesserung günstiger zu kaufen, oder um kostenlos eine Schifffahrtstechnologieverbesserung zu erwerben, oder um kostenlos einen Händler zu bekommen. Genau. Händler anwerben ist übrigens die nächste Aktion. Ja. Entweder über Geld oder über Technologieverbesserung. Ja. Wobei man dazu sagen muss, diese Technologieverbesserung wird immer sofort gültig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, haben wir hier gerade eine? Ja, hier haben wir gerade eine. Nehmen wir mal an, ich habe diesen Exportauftrag hier erfüllt. Dann lege ich das Plättchen daneben, damit ich weiß, diesen Auftrag habe ich erfüllt. Und dann habe ich hier 2 Verbesserungen. Die muss ich sofort nehmen. Das heißt, ich muss mir dann aussuchen, okay, ich nehme eine kostenlose Verbesserung hier und nehme mir einen kostenlosen Händler. Oder ich sage, ich gebe gleich 10 Gold aus, um hier beide zu verbessern. Oder ich nutze zum Beispiel nur eine Verbesserung hier und hole mir noch dafür eine kostenlose Schifffahrtstechnologieverbesserung. Also, je nachdem, wie ich es möchte. Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil Exportauftrag erfüllen wäre natürlich die 7. Aktion, die man hätte. Genau, richtig. Also wir müssen jetzt durchzählen. Handel, Exportauftrag annehmen, expandieren, Schifffahrt verbessern, Technologie verbessern, Händler anwerben und ja, Exportauftrag erfüllen. Genau. Also wenn ich einen Exportauftrag habe und die entsprechenden Ressourcen, um ihn zu erfüllen, auch habe, dann ist die 7. Aktion jetzt, die ich machen könnte, diesen Exportauftrag auch tatsächlich zu erfüllen. Zack, dann verrechne ich im Prinzip die Sachen, die hier rechts sind. Das heißt, ich gebe jetzt meine Rohstoffe, die ich dafür brauche, ab und bekomme dann das auf der rechten Seite. Sprich, hier zum Beispiel 10 Gold. Ich erhöhe die Importwertung für die Ressource Tabak hier in dem Fall. Und ich bekomme einen Hopfen. Hopfen ist wichtig, weil ein Hopfen gibt am Ende Siegpunkte. Genau. Ja, ein Hopfen gleich ein Siegpunkt am Ende des Tages. Das ist eine feste Sache.
Und diese, diese Importwaren werden letzten Endes nachher verrechnet. Das heißt, die Anzahl der Importwaren, die wir haben, werden verrechnet mit einer bestimmten Wertung hier, auch für Siegpunkte. Genau. Da ist es dann so, das Importgut mit der niedrigsten Importkapazität wird quasi am teuersten. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier Zuck. Wir haben hier Wolle und Tabak und nicht Wolle, das ist Baumwolle. Baumwolle, ja richtig. Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr. Dann wäre Zuckerrohr, würde es 5 Siegpunkte nachher geben, Tabak 4 und Baumwolle 3 pro importierten Gut. Deswegen lässt man auch die Plättchen daneben liegen. Genau. Immer offen. Es wird bei diesem Spiel, anders als bei Outer Sky zum Beispiel, wird es immer offen gespielt. Genau. Es muss immer einsehbar sein. Das heißt, hier hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, das ist die Wertung, hätte ich jetzt 8 Siegpunkte am Ende aufgrund des Tabaks und hier noch einen weiteren durch die Hoffnung. Mhm. Ne? Allein schon deswegen. Genau. Wo sind denn die restlichen davon? Da. Ah, gut. Genau. Ja, eigentlich war es das jetzt auch schon mit der Clans. Mit der Durchführung und mit der ganzen Sache. Ja, du hast recht, die Clans fehlen noch und die Endwertung und so weiter. Na gut, die Endwertung, die machen wir dann, wenn es soweit ist. Ist richtig. Also ich meine, so ein paar Sachen haben wir schon angeteasert. Im Prinzip gibt es fast alles. Punkte, Ruhm, Importwertung, Güter, die man da liegen hat, das Geld selber bringt nochmal Punkte. Genau. Und diese Siedlungsgeschichte, diese Expansionsgeschichte, das hast du ja schon mal vorhin erwähnt. Ja. Und natürlich die Wertungen zwischendurch ebenfalls. Genau. So, ich habe mal hier unsere herausgesucht. Zack, 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 zack. Mhm. Das ist super. Gut. In der ersten Runde schwierig, ne? Aber, ja, die tun wir mal ersetzen. Mhm. Gut. Während Roman das Zeugs noch hinbastelt, ein kleiner Hinweis. Das Spiel geht über 5 Runden, haben wir ja schon gesagt. Diese 5 Runden sind aber relativ gleichförmig, muss man sagen. Also es ist nicht, ich finde es nicht schlecht, weil es auch bei Alaska zum Beispiel oder ähnlichen Spielen so. Was wir allerdings jetzt eher vermeiden wollen, ist, dass wir euch jetzt 5 Runden lang dieselbe Spielzüge zeigen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nach der zweiten, dritten Runde spätestens einen Cut machen. Da schon mal die Wertung, um einfach das Spiel nicht in die Länge zu unnötig in die Länge zu ziehen. Genau. So, wir haben die Clans angesprochen. Die Clans definieren sozusagen nichts weiter als die Startbedingungen plus. Nee, nicht nur die Startbedingungen, eigentlich gar nicht die Startbedingungen. Dafür gibt es nochmal eigene Fälle. Genau, dafür gibt es dann die Startbedingungsmarker. Mhm. Nein, die Clans bestimmen, welche Sonderfähigkeit der einzelne Spieler hat. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht auf alle ein. Wir ziehen einfach welche, oder? Ja, da ist jetzt so, da müssen wir gleich selber nachgucken, weil wir haben noch nicht alle gesehen. Ach. Den kenne ich. Schön. Ich habe keine Ahnung, was der hier kann. Da kann ich ja so lange erklären. Ja. Ich habe den Clan McKenzie, eine uralte Whisky-Brenner-Familie, die so geilen Whisky machen, dass sie dafür sogar Kohle kriegen, nur weil sie ihn herstellen. Die müssen den dafür nicht mal verkaufen. Das heißt, sobald ich während des Spiels die Ressource Whisky herstelle, dann bekomme ich dafür 3 Pfund. Einfach so. Und das Tolle ist, je älter, desto geiler. Wenn ich einen weiteren Whisky herstelle und den noch eingelagert habe, dann rutscht das weiter. Das heißt, ich bekomme für den hier 3 und für den hier bekomme ich 7. Wenn ich das Ganze dann nochmal mache, dann rutscht das alles wieder weiter. Bekomme ich für den 3, für den bekomme ich 7. Und für den bekomme ich 15. Da läuft der Lubel. Ach du Scheiße. Was hast du denn für einen tollen Clan? Ja, der Clan Ferguson war historisch in ganz Schottland verstreut, was eher unüblich war. Und aufgrund dessen... Also,
Ich starte mit Schifffahrt 1 hier. Darf 3 Arbeiter einsetzen, aber die müssen halt verstreut sein. Das ist das einzig Positive, was der hat. Okay. Aber das ist ja schon mal gute Startbedingungen. Das sind ja schon mal sehr gute Startbedingungen. Ja, ich muss mal überlegen, was ich wirklich nutze. So, was bekommen wir jetzt noch? Und verstreut machst du ja sowieso eigentlich. Ja, normalerweise ist es so, dass wir 3 zur Auswahl haben und man zieht sich einen. Jetzt haben wir da blind gezogen. Ja. Ist halt ein bisschen anders als bei den Regeln jetzt gewesen. Aber weil im Endeffekt auch zu dem jeweiligen Clan noch ein Startmarker dazu liegt. Ja. Wollen wir nochmal Rolle rückwärts? Ja, machen wir lieber nochmal, bevor wir hier... Schade, ich habe mich schon so gefreut, dass ich die McKenzies habe. Bevor einige von euch anmerken, dass es eigentlich komplett falsch ist, lieber starten. Ich erinnere mich da an andere Videos mit Kommentaren. Für Flügelschlag zum Beispiel, wo wir tatsächlich die Nahrungsmarker vergessen haben, wieder wegzunehmen, nachdem wir es erklärt haben. Oh. Na gut. Ja. Gut. Habe ich mich jetzt schon so auf die McKenzies gefreut, dass ich wieder Whisky trinken also, darf? Also, 3 Stück, das heißt 1 mehr als Spieler sind. So, und dann wird hier zufällig ein Start... Plättchen dazu gelegt. Gut, den kann ich relativ zügig erklären. Das heißt letztendlich einfach nur, er darf 2 Exportaufträge gleichzeitig haben. Das heißt, er hat hier eine extra Kiste, wo der Exportauftrag reinkommt und kann quasi auf 2 parallel hinarbeiten. Gut, Clan Steward. Sieht mir so aus wie... dass er mit 3 Händlern beginnt und die Schifffahrt um 1 erhöht ist. Und immer wenn er verkauft oder kauft, kriegt er 1 Gold extra. Kann das sein? Ein Pfund. Ich muss das lernen. Pfund. Genau, also tatsächlich ist es so, wie du schon gesagt hast, du beginnst mit 3 Händlern und du hast schon Flussjugwährung. Und jedes Mal dann, wenn du eine oder mehrere Einheiten einer Warensorte am Markt handelst, bekommst du einen Bonus von 1 Pfund. Okay. Und zwar sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Moment. Beim Kauf und Verkauf? Ja, ein Bonus von 1, naja, steht jetzt nicht anders da. Aber wie dem auch sei. Interessant ist der Clan Campbell. Das sind Architekturmeister gewesen oder Meister ihrer Zunft gewesen. Und da ist es so, egal was für Gebäude wir hier bauen, pro gebautem werden wir besser darin, die zu errichten. Das heißt, am Anfang bauen wir vielleicht noch eher in Schafgehege, was sehr durchlöchert ist und immer, je weiter wir das machen, desto günstiger wissen wir auch, was wir bauen müssen und was nicht. Ja? Das heißt, dementsprechend wird es billiger zu bauen, je mehr wir bauen. Das heißt schon, wenn ich das erste baue, wird es 3 günstiger. Richtig. Das ist natürlich nicht schlecht. Genau, und das vierte wäre quasi 5 günstiger. Was dann bei so einem Schafding nur noch 3 wären von dem grundsätzlichen. Okay. Ja... ist natürlich interessant. Das ist alles gut. Die Frage ist, was ist am besten? Tja. Man sucht es sich aus, übrigens. Ja, genau, man sucht es sich aus und es beginnt derjenige, der als letzter dran wäre anhand der Startreihenfolge. Na toll. Ich verzichte auch auf den Start. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Es stand jetzt auch nicht drin, welche Reihenfolge da geht. Ja, von mir aus wähle du. Also fingen wir dann so an, ne? Okay, und dann wähle du. Ich würde den da nehmen. Das habe ich mir sowas von gedacht. Das heißt, er wird sicherlich da deutliche Vorteile von sich sehen. Und ich nehme übrigens auch schon mal gleich meine Startwaren. Ich bekomme ein Brot, eine Wolle. Ich nehme hier diesen Clan Steward.
dachte ich mir. Naja, der beginnt mit Flussüberquerung, das ist schon mal gut. Ich bekomme 3 Händler. Und dieser einen Pfund kriege ich, wenn ich anfange zu handeln, egal was ich mache dann, ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das mehrfach pro Handeln dann irgendwie einen Bonus habe, sondern es ist so, dass ich, egal wie viele ich mache, kriege ich einen Pfund auf jeden Fall. Ob ich verkaufe oder kaufe, ist egal. Gut, und dann habe ich natürlich hier diese Startgeschichten, das heißt, ich kriege eine Milch, ich kriege ein Brot, ich kriege eine Wolle und 55 Pfund. 55 Pfund Startkapital für den Plan. Das ist vermutlich gar nicht mal so viel, aber was soll's. So. Ich hatte tatsächlich mal einen Dudelsack. Ich habe versucht, ihn zu spielen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ich habe gar nicht die Puste für. Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, der war auch nicht ganz in Ordnung. Ein Loch. Mindestens eins, ja. Er hat immer so komische Geräusche gemacht, ne? Dann hast du ihn irgendwann weggeschmissen. Er ist so lange, als ob du auf eine Katze trittst. Kopfkino. Okay, Vorbereitungsphase. Händler sind keine dort, da ist alles aufgefüllt, wir können anfangen. Mhm. Aktionsphase. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben was vergessen. 2 unserer Arbeiter müssen ja noch irgendwo hin. Genau. So, da beginne ich. Genau. Und stelle einen Arbeiter. Ich habe ja schon einen Flussdings, ne? Mhm. Ich stelle einen Arbeiter auf jeden Fall mal da hier hin. So, dafür zahle ich da für einen und 10 für das Werkzeug. Das heißt, wenn ich das einsetze, zahle ich für die Landschaft und für den Arbeiter selbst. Ich mache Copy-Paste. Ich zahle auch 11. Copy-Paste hier überall. Mhm. Schlimm. So, und dann. Mache ich das Ganze nochmal da hier auch mit dem da. Das heißt 1 und 6 sind 7. Mhm. Damit habe ich meinen Holzfäller und meinen Bergarbeiter reingesetzt. Okay. Und ich platziere noch einen. Da unten. Machen wir mal so, da sieht man es besser. Ja, stimmt. Machen wir so. Da hast du recht. Gut. Also jetzt haben wir tatsächlich die Startbedingungen geschaffen. Das heißt, wir können beginnen. Genau. Ich bin Startspieler, haben wir gesagt. Das heißt, ich fange an mit dem Bauen von Sachen. Und zwar, mal kurz darüber schielen, was ist da so, was da rumliegt. Ich baue ein Getreidefeld. Und ich baue ein Getreidefeld hier hin. Es kostet mich 20, weil 18 und 2 sind 20. Mhm. Ich hole mir so einen Auftrag, wobei ich mir noch etwas unschlüssig bin. Nee, ich glaube, ich nehme den da. Genau, so, du bist. Was? Arsch. Du hast genau gewusst, dass ich den will. Das ist natürlich eine gute Frage. Trotzdem werde ich jetzt eine Destillerie bauen. Mhm. Und zwar zahle ich da, was ja gut sein. Dahin. Weil ich ja schon übers Überfluss darf. Zahle ich dann 11. Mhm. Ich baue ein Weizenfeld dahin. Kostet mich 1 und 18 macht 19. 19 minus 3 macht 16. Ich werde sowas von verlieren. Bin mir nicht sicher.
Mir schon. Ich mir schon. Sehr sicher sogar. Aber das ist jetzt egal. So. Jetzt hätte ich die Frage, was ich am dümmsten tue. Ich könnte natürlich Sachen verkaufen, aber bringt mir das was? Bringt mir eigentlich nicht unbedingt was, außer ich nutze es dann wiederum. Weil da kann ich auch nichts erfüllen, nehmen könnte ich was. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Ich... Moment. Doch. Ich setze einen Händler hier ein und verkaufe Wolle. Ha! Und weil ich verkaufe, bekomme ich eine Münze. Weil ich da überhaupt was mache. Ich bekomme 4 Münzen für die Wolle, die ich verkaufe. Ich tue mal tauschen. So. Und damit geht der Preis runter. Gut. Ich baue eine Distillerie. Und zwar hierhin. Kostet mich 10 plus 12 minus 3, 9. Gut. Ich baue eine Käserei. Und zwar baue ich diese, ich weiß nicht, wohin, aber ich baue sie dahin. Dafür kriege ich einen wieder, weil ich habe dann quasi 8 zu zahlen, nee, 9 zu zahlen und habe 10 hingeschmissen. Mhm. Ich erforsche Schifffahrt. Und wie ist denn? Ja, ich, ja, was mache ich noch? Gute Frage. Eigentlich, ja, das ist halt Müll. Aber ich nehme trotzdem, ich nehme mir das Ding hier. Und kriege dafür 5 Münzen. Weil er. Oh, die habe ich mir eben gar nicht genommen, die 5 Münzen. Ja, dann denken, sonst ist das. Die Schotten sind knauserig, ne? Sonst sind die Schotten dicht. Moment mal. So, dann bin ich wieder dran, richtig? Wieso? Du hast doch gerade die Aktion gemacht. Achso, richtig, du bist dran. Genau. Ich nutze jetzt halt natürlich gleich mal diese Möglichkeit. Und platziere einen Holzfäller, das kostet mich nämlich 6 plus 2 macht 8, minus 3 sind 5. Dann platziere ich hier drüben einen Holzfäller. Ja, so. Ich würde auch das Fass hier hinlegen wollen, aber das rollt dann, deswegen stelle ich das mal hin. Ja, besser nicht. Ne? Die Idee ist gar nicht mehr so schlecht, der ganze Spaß. Ach, oh ja, ich habe so eine Idee. Also, ich setze hier meinen Händler ein und verkaufe mein Brot. Ich bekomme erstmal noch eine Münze extra, weil ich handle. Und das Brot verkaufe ich für 10 Münzen. So. Gut. Dann würde ich doch sagen, für 10 plus 1 minus 3 macht 8. Hier. Und der Bergarbeit. Okay. Ich werde für 10. Ja, genau. Für 10. Werde ich auf jeden Fall eine Distille bauen. Wo sein? Und zwar tatsächlich da hier den. Damit muss ich nur 11 zahlen. Und ich baue eine Bäckerei hier für 9. Der kann so günstig bauen, das ist ja furchtbar ist das. Tja, ist eine gute Frage. So, eigentlich kann ich da jetzt gar nicht viel machen weiter. Außer ich finde doch nochmal angrenzend ein Waldgebiet, was nur 1 kostet. Was ich jetzt gerade nicht sehe. Da über den Fluss drüber nicht. Da drüben habe ich noch gar nichts weiter ausgebaut, was ich schade finde, hätte ich machen sollen. Tja, du, ganz ehrlich, dann passe ich jetzt. Okay.
Das heißt, ich kriege 16 Münzen schon mal. Mhm. Dadurch, dass ich dann als nächstes der Startspieler bin. Und ich nutze das Geld, was ich noch habe, zack, flupp, und erforsche ein bisschen Schifffahrt. Und dann passe ich auch und bekomme dafür 13. Gar nicht gehandelt, aber gut. Gut, dann haben wir jetzt hier aufzufüllen. Mhm. Wobei eigentlich kommt das erst später. Gut, Punkt 1. Aktionsphase haben wir hinter uns, Produktionsphase kommt. Das heißt, wir kriegen Geld für die entsprechende Arbeit, die geleistet wurde. Das heißt, wir bekommen in Summe 10 Münzen. Ich bekomme 20. Dann bekomme ich 2 Getreide. Die 2 Getreide werden in 2 Whisky-Fässer gefüllt. Ich bekomme auch 2 Getreide. Tausche das aber auch in ein Brot und ein Whisky. Und ich mache aus der Milch, die schon länger rumliegt, den Käse. Ja, weil sie schon länger rumstand, musstest du jetzt irgendwann Käse draus machen, ne? Genau. Ja. Verständlich. So, dann kriege ich meine Händler wieder. Mhm. Da haben wir schon aufgefüllt. Die Wertung müssen wir noch machen. Keiner hat da irgendwelche Waren. Genau. Von daher fällt das flach. Gut. Und wir starten wieder mit der Produktion, mit der Aktionsphase. Mhm, genau. Gut. Entschuldigung. Ich werde mal dieses Exportgedings machen. Eine Wolle, ein Brot und ein Whisky. Damit ist das erledigt. So, und dadurch wird jetzt die Tabakwertung um 2 erhöht. Genau, richtig. Und du hast 4 Hopfen für später. Genau. Mhm. Gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich setze einen meiner Händler ein, um was zu kaufen, bekomme dafür eine Münze und zahle dann 11 Münzen für ein Whiskyfass. Mhm. Gut. Ich habe nicht genug selber produziert, ne? Ich versuch's mal, ich nehme mir diesen Auftrag hier. Also ich werde jetzt auf jeden Fall einen Auftrag erfüllen, nehme ich den hier. Ich habe einen Käse und 3 Fässer. Die schicke ich dann mal weg. Dafür bekomme ich jetzt 5 Münzen. Da haben wir 5 Münzen. Das hier geht 1, 2, 3, 4 nach vorn. Dadurch bekomme ich hier eine weitere Münze. Mhm. Na gut, und der Hopfen ist für später. Okay. Dann, dadurch, dass ich hier eben ein Lochfeld überspringen oder übergehen darf, expandiere ich hier hin mit einem Hammelfeld quasi. Kostet mich 1 plus 8. Sind wir bei 9, minus 3 sind wir bei 6. Okay, ich baue auf jeden Fall baue eine Kuh. Ich baue eine ich pflanze eine Kuh. Nein, einen Kuhstall und gebe dafür aus 12. Und setze die hier hin. Das heißt 9 für den Stall und 3 für die das Geländefeld. Mhm. Ich errichte ein weiteres Hammelfeld. Und zwar hier. Kostet mich wieder 8 und 1. Jetzt gehen aber 4 ab. Also kostet es mich noch 5. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ah ja. Klar, das heißt Gemeinheit. Hab's gleich. Ich das mal.
Na gut, doch. 14, das heißt, der landet hier. Mhm, okay. Ich mache eine Kuhweide auf. Ich weiß noch nicht, wo. Doch, ich glaube, ich gehe da runter. Kostet mich 9 plus 1. Sind wir bei 10. Minus 3 macht 7. Jetzt anders machen sollen, eigentlich. Okay. Ja gut, ich kann jetzt nicht wirklich viel machen. Ne? Von daher. Ach doch, klar kann ich was machen. Ich kaufe mir, also ich hole mir hier so einen Exportauftrag. Aber welchen nehme ich? Ein Brot, ein Käse, drei Brot, ein Käse. Ich habe nur einen Käse. Habe sich drei Brot zusammen gekauft, habe vielleicht. Ich nehme den. Okay. Ich schicke einen Holzfäller los. In dieser Runde muss ich noch nichts dafür zahlen, aber ich kriege leider auch nichts extra. Das war dahin. Nee, dahin. Macht 5 plus 6 macht 11. 11 minus 3. Nee, Moment. 11 minus 4. Stimmt, mein zweiter Hammel hätte eben auch günstiger sein müssen. Ich vergesse hier so viel irgendwie. Ja, diese extra Sachen sind halt so eine Sache. Ja, ja. Deswegen nehme ich mir jetzt. Das gilt allerdings nicht für die Arbeiter. Das gilt nur für die Verarbeitungsgebäude. Ach so, aber dann habe ich das ja hier auch falsch gemacht für die Rohstoffgebäude. Mhm. Ja, merke ich gerade auch. Dum, 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 dum. Tja, so ist das, ne? Dann müsste ich ja eigentlich 9 Münzen zahlen. Ne? Ja, weil, verrechne das mal. Für den Fall der Fälle. Ne, ich muss 10 Münzen zahlen, weil hier habe ich das auch günstiger gemacht. Also muss ich 10 Münzen zahlen jetzt so. Okay. Gut. Wie dem auch sei. So. Ich bin jetzt dran. Oder hast du noch was zu tun? Ne, das musst du jetzt. Ja, das waren die. Da habe ich 3, da habe ich 3 und da habe ich 4. Macht 10, ja. Ja. Okay, für den Arbeiter hast du jetzt voll gezahlt schon. Nee. Willst du dir dann überhaupt noch zahlen? Nee, kann ich nicht zahlen. Ja gut, dann bist du dran und müsstest jetzt was anderes machen. Jo. Ich passe. Okay. Das heißt, du kriegst 16 Münzen. Mhm. Und ich passe auch, ich krieg 13 Münzen. Weil ich kann jetzt auch nicht wirklich was machen sonst. 1, 2, 3. Es tut mir leid, dass ich deine Pläne zerstört habe, aber es ist mir gerade aufgefallen. Dann. Besser, es fällt uns auf, als ja. Dann. Ja, nachher wieder. Auch wenn ich überhaupt kein Problem damit habe, euch ein kleines Rätsel aufzugeben, sodass ihr dann das lösen könnt. Gut, das heißt, Produktionsphase beginnt. Wir kriegen Geld. 16 Münzen. Du musst auch noch. Ja, ich habe 20. Dann kriege ich noch eine Milch, die gleich wieder zu dem Käse gerinnt. Und ich kriege Getreide, was gleich wieder in Whiskyfässern landet. Ich kriege 2 Getreide und nehme dafür einen Whisky und ein Brot. Dann kriege ich noch eine Milch und 2x Wolle. Ich möchte wetten, jetzt kommt bestimmt ein Exportauftrag, wo ich Whisky brauche. Den ich natürlich nicht, den ich habe, aber wo ich das Brot nicht habe. Garantiert. Oder ein Männchen noch. Oh Gott, okay. Ach du Schande. Oh Gott, okay. Ach du Schande. Ja, so kann es gehen, ne? Mhm. So kann es gehen. Gut, ich fange an. Mhm. Oder müssen wir noch was? Nee. Ich fange an. Ich erfülle diesen Exportauftrag. Dazu muss ich einmal eine Kuh tot machen, Mu. Und ich muss einmal tot machen einen Hammel. Nee, da. Und gebe 2 Wolle ab.
Damit ist der Auftrag hier erfüllt. Ich kriege, oder das hier wandert um 3. Ich kriege eine Verbesserung. Kostet mich jetzt nur noch 5. Ich nehme mal die hier. Ne, ich nehme die da. Ja, ich nehme die hier. Kostet mich 5. Und gut, ein Hoffen, genau. Ich merke das ganz verlegen. Ich kaufe 3 Brote. 3 mal 9 sind 27. Ich bekomme aber eine Münze. Immerhin. Das heißt 27. Gebe ich aus. Bekomme 3 Brote. Ich nehme diesen Exportauftrag. Und du bist dran. Korrekt, ich bin dran. Ich erfülle meinen Exportauftrag hier. Achso, übrigens die 3 Brote. Eins, ne Moment, ist 1, 2, 3. Ist ja hochgegangen, weiß ich. Genau, ich erfülle diesen Exportauftrag, indem ich 3 Brote und einen Käse liefere. Man nennt es auch Sandwich, aber mit viel Brotanteil. Dadurch bekommen, also geht erstmal die Baumwollwertung hoch. 1, 2, 3, 4. Dadurch bekomme ich eine Münze. Und ich bekomme 5 Münzen durch den Auftrag selber. Haben wir eben das hier gemacht? Das war jetzt erst in der Runde. Achso. Oder nicht? Ich dachte, wir sind schon hier in der Runde. Achso, stimmt, du hast recht, dann haben wir es nicht gemacht. Da hatte ich noch einen Käse mehr. Das heißt, ich hatte 3, aber ist egal, ich krieg 3 Bonuspunkte. Du? Ich hatte zu dem Zeitpunkt... Was hatte ich denn zu dem Zeitpunkt? Nichts. Na, dann passt es ja wieder. Aber dadurch sind wir jetzt quasi hier... Die Brote und den Whisky hast du doch hergestellt. Nee, ich habe ein Brot und einen Whisky hergestellt. Ich damit, hatte nur damit hast du 2. Das heißt, du hast dann. Aber das hatte ich doch, habe ich doch erst danach, in der Phase danach. Erst Produktionsphase, dann Wertungsphase. Okay, gut. Das heißt, du kriegst auch 3 Ruhmespunkte. Okay, gut. Aber dadurch, dass ich dann hier den Auftrag genommen habe, muss ich jetzt noch 5 nachzahlen. Ne? Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Genau. Gut, dass ich keinen genommen habe. So, aber den kann ich ja hier gleich erfüllen, ne? Mhm. Weil ich töte das Hammelviech da, habe ein Fleisch, 2 Brote und ein Whisky und habe ich den hier erfüllt. Das heißt, Baumwolle geht 3, 1, 2, 3, kriege ich eine Münze. Hopfen, gut. Und ich darf jetzt ein Feld quasi umsonst bebauen. Also ein... Ja, wobei nur das Feld umsonst ist. Genau, nur das Feld umsonst, genau. Allerdings, wenn du natürlich sowas ein verarbeitendes irgendwas nimmst, ist es für dich gut, weil du natürlich dann das... Einiges günstiger kriegst. Einiges günstiger kriegst, genau. Das heißt, Bäckereien, Käsereien, Whiskybrennereien wären für dich gut. Ja, und ich werde auf den Whisky gehen wahrscheinlich. Nee, ich gucke erstmal da. Ja, da ist nichts mit Whisky. Das ist für mich auch Whisky. Eher schade, ne? Aber Brot geht da ganz gut. Deswegen baue ich eine Bäckerei. Und wo baue ich die hin? Die baue ich. Da hier hin. Kostet mich dann 8 minus, das ist das zweite Gebäude, minus 4, also kostet es mich noch 4 Münzen. Gut, verwegene Kuh. Ich hole mir erstmal einen Händler. Los. Zahle 5 und hol mir einen Exportauftrag. Ich hole mir noch einen Händler.
dann für 8 plus 1 macht 9 in der Hammelweide. Ich verkaufe Whisky, bekomme erstmal eine Münze, dadurch weiß ich, dass ich überhaupt zum Markt laufe, und verkaufe 2 Whisky im Wert von jeweils 12, das heißt 24 Münzen kommt jetzt. Mhm. Und dadurch rutscht es dann um 2 nach unten. Genau. 2, 3, 4. So, was mache ich denn noch Schönes? Ich werde, glaube ich, nee, so viel Geld habe ich nicht. Schade, so viel Geld habe ich nicht. Es sei denn, was kommt denn da noch? Okay. Bringt mir hier wirklich viel. Scheiße. Brauche ich das denn? Vielleicht, man weiß es nicht. Nee, komm, ich verkaufe Milch für 5. Ja, verschiedene Varianten, viel zu viel Varianten. Ja, gute Frage. Ich baue eine Bäckerei. Nee, ich baue keine Bäckerei. Gar nicht wahr. A, ich, ich mache eine Technologieforschung, und zwar hier auf Dynamit. Mhm. Und ich werde noch ein Weizenfeld errichten. Kostet 19. Da. Ich setze auf jeden Fall nochmal einen Bergarbeiter ein. Und zwar zahle ich 14. Ja, zahle ich 14, wirklich. Ich kann mir jetzt nicht auszahlen. Also ich zahle 14 und setze einen Bergarbeiter ein hier. Okay. Ich passe. Wieder mit 16. Du passt. Ich hole mir das 4er Wolding. So. Und dann passe ich auch. Kostet aber 5. Achso, ja, klar. Klar, das kostet 5. Und dann passe ich auch. Und bekomme jetzt 13. Hast du schon die 16 genommen? Ich habe schon. Du hast die 16 genommen. Ich hole mir die 13. Zack. So. Dann kommen wir jetzt wieder in die Produktionsphase. Mhm. Das heißt, ich kriege 30 Münzen. Ich bekomme eine Milch, die zu einem Käse wird. Und ich bekomme, ja gut, gleich 2 Getreide. Ja. Ich bekomme 4 Getreide. Also, Whisky meine ich. Davon, also ich kriege quasi 2 Brote. Ein Whisky und ein Getreide. Und eine Wolle. Mhm. So. Dann haben wir jetzt noch eine Wertung, die hier kommt. Nämlich pro Feld, das 5 oder 6 Einkauf quasi wert war, oder für die Besetzten wert war, bekommt man 2 Ruhmespunkte. Mhm. Ich habe von der Sorte leider gar keine. Ich habe 1. Du hast 1, dafür hast du noch nicht mal was zahlen müssen, du sagst. Mhm. Also bekommst du 1, 2 Ruhmespunkte hier. Genau. Gut. Ich bekomme jetzt übrigens keine Münze, weil das zählt nur für die Exportgüter. Genau, dann wird hier wieder aufgefüllt, bla bla bla, zup zup zup. Und dann geht's hier im Prinzip wieder ans Aufräumen und beginnt wieder von vorne. Genau.
Und ich beginne jetzt quasi. Also hier mit dem Zack. Und ich kaufe ein Brot. Willst du direkt weiter, oder? Ja, ja, klar. Weil wir haben noch zwei Runden, aber wir sind auch fast am Ende gut gemacht. Ein Brot kostet mich 11. Ja, also ich setze 4 Händler ein, hier bei der Wolle, bekomme erstmal eine Münze wieder dadurch, dass ich das mache, oder dafür, dass ich das mache, und kaufe für 14 Münzen, kaufe ich Wolle. Für 16 Münzen kaufe ich Wolle. Wollte gerade sagen. Nehme ich 4 Stück. Da könnte man jetzt auch diese Plättchen nehmen. Könnte man jetzt machen, ja, da gibt es sogar 2 Seiten mit 3 und 4. Genau. Aber das ist mir jetzt auch wurscht. So, und damit ist das hier 1, 2, 3, 4 mal so teuer jetzt, also was soll's. Ich keule den Hammel und lege noch 3 Brote drauf. Und habe dann diesen Auftrag hier erfüllt. Habe ich 2 Hopfen und bekomme 4 mal Zuckerrohr. 1, 2, 3, 4. Und du bist dran. Ja, damit bin ich dran. Ich werde auf jeden Fall jetzt einfach mal hier diesen Exportauftrag erfüllen. Mhm. Das heißt, 4 Wolle gebe ich wieder ab. Damit geht Baumwolle 2 hoch. Und ich kann ein Feld umsonst beackern. Das muss natürlich angrenzen. Also ich kann es nicht irgendwo eins hinlegen, eigentlich. Also, beziehungsweise ich muss halt drankommen. Die Frage ist, welches nehme ich am dümmsten? Ich nehme jetzt tatsächlich ein weiteres Getreide-Dings. Zahl dafür die 18 hier. Und pflanzt das einfach mal. Oh ja, ist eigentlich wurscht, ne? Hauptsache. Oh, dahin. Nö, dahin. Nö. Dahin. Zack. Okay. Ich glaube. Wenn das schon so anhängt. Ich baue eine Käserei dahin. Kostet mich 8, 9, 9 minus 3. Das sind 6. Ja, jetzt sagst du. Ich nehme den da. Zahle dafür 10. Okay. Hätte ich das, habe ich natürlich nicht dran gedacht. Na gut, ich zahle 10, ja. Ich hole mir den. Zahle dafür auch 10. So, ich setze meinen Händler ein hier. Für den kriege ich jetzt erstmal noch eine Münze. Und verkaufe einen Whisky. Für 10. Ja. Immerhin habe ich mir das wieder 10. Ich nutze den Hafen hier unten und tausche dieses Getreidebündel gegen 3 Milch. Gut, ich baue eine Bäckerei. Und zwar hier hin. Das kostet mich 11. Ja, gut. Das waren die 11. Ich baue hier oben eine Käserei. Kostet mich 9 minus, weil es die zweite ist, minus 4 macht 5. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich beende die Runde, das heißt, ich krieg 16 Münzen
16 Pfund. Und damit habe ich gar nicht mehr. Mhm. Das ist nur noch 9. Dazu müsste ich auf dem Einerfeld kommen. Komme ich sogar hin. Ich baue hier eine Käserei. Kostet mich 9 minus 4. 5. So, was mache ich noch? Ich glaube, ich passe jetzt auch, oder? Nee. Auch eine Schifffahrtsforschung. Und jetzt passe ich auch. Krieg meine 13. Okay, gut, dann Produktion. Ich bekomme 30 Münzen. Hier wieder 24. Dann ein Milch, was in ein Käse gewandelt wird. Ich bekomme Getreide, 4 Stück, aber 3 davon werden umgewandelt, nämlich in ein Brot und 2 Whisky. Ich habe 3 Käse rein und produziere, oder gebe dort die Milch rein, produziere 3 Käse. Bist du der 3 Käse hoch? Ich bin der 3 Käse hoch, genau. So, dann bekomme ich hier 4 Getreide, beziehungsweise nehme ich Whisky. Nee, ich nehme 4 Getreide. Oder? Nee, ich nehme 2 Getreide und 2 Brote. Gut, dann gibt es natürlich hier die Wertung für jede technologische Verbesserung oder genutzte Sachen jetzt hier, bekommen wir einen Ruhmespunkt. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Ruhmespunkte würde ich jetzt bekommen. Nee, bekommst du. Bekomme ich. 3, 4, 5. Der Roman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Damit haben wir den weg. Ich glaube, jetzt wird es teuer, wenn wir hier irgendwelche Sachen nehmen. Ne? Genau, jetzt füllen wir mal auf. Das macht natürlich auch nur Sinn, wenn man das auch wirklich hat. Ne? Ja. Von Hause aus. Gut, dann wieder den Spaß hier zurück. Genau. Und Roman, nein, ich beginne diesmal. Du hast zuerst gepasst. Das ist ja hübsch. Ja, also ich gehe hier hin und hole mir mal, also erst kriege ich eine Münze und dann kaufe ich da einen Käse. Ich erfülle diesen Auftrag, kostet mich eine Wolle und 3 Käse. Damit ist aus dem 3 Käse hoch ein 3 Käse tief geworden. 3 mal 1, 2, 3 bekomme ich hier eine Münze. Und eine Verbesserung. Jetzt ist die Frage, ob sich das noch lohnt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob sich da jetzt noch irgendeine Verbesserung lohnt. Also ich werde das hier jetzt nicht nehmen, weil das sind 4 Münzen.
Dafür, dass ich 5 Münzen ausgebe. Also nehme ich mir einfach noch einen Händler. Oder nee, komm. Ich habe ja hier so eine Schiffsverbesserung. Du bist. Ja, definitiv. Also erstmal, ich erfülle natürlich den Auftrag hier. Das heißt, ich gebe ein Brot und 3 Käse ab. Ein Brot und 3 Käse heißt 4, 1, 2, 3, 4 Vorwürfe für die Baumwolle. Dann nutze ich diesen Hafen hier und tausche ein Brot gegen 2 Brote. Da gibt es natürlich noch Siegpunkte. Da gibt es auch noch Siegpunkte, aber wir sind ja quasi in der letzten Runde. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was wir schon machen für das Ende. Klar könnte ich Sachen verkaufen, aber das bringt man nur bedingt was. Ja, das bringt mir schon einiges. Und zwar, ich werde 3 Sachen nochmal verkaufen. 2 Whisky. Dafür kriege ich eine Münze, erstmal. Verkaufe die 3 Fässer und bekomme 27 Münzen. Zap. Und ich hole mir für 15 Münzen diesen Exportauftrag. Gut. Achso, das geht natürlich runter. Dann, was ich jetzt noch mache, ist definitiv, ich baue 3, jetzt muss ich gucken, wohin. Naja, dahin. Ich baue ein Getreide. Farm dahin. Ich werde diesen Auftrag hier erfüllen. Kostet mich 2 Brot und ein Whiskyfass. Dann geht Zuckerrohr um 3 weiter. Baumwolle, sorry. 1, 2, 3, dafür kriege ich eine Münze. Und gut, Hopfen. Okay. Spannend, spannend, spannend. Gut, und ich baue dann nochmal ein Getreideding. Und spare dahin. Und kriege da jetzt nochmal 2 Münzen zurück. Das kostet mich nur 2. Da komme ich von dahin mit meinen Schiffen. Deswegen baue ich da ein Getreideding hin. Kostet mich 20. Gut. So. Na gut, ja, das war jetzt am dümmsten. Da will ich noch was machen, Ich baue. Ich weiß, was ich mache. Für 10 da noch eine Rinderfarm hin. Ich verkaufe ein Brot. Und 12. Für 4 verbessere ich meine Schifffahrt. Bringt das am Ende auch Siegpunkte? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das muss ich dann nachschauen. Kann ich gerne herausfinden. Also zumindest sehe ich das hier jetzt nicht. Endwertung, nee. Exportwertung, nee.
aber wenn es dir natürlich für die Siedlungswertung hilft. Ich werde dann, glaube ich, ja, dann schippe ich hier hoch. Da ist er. Zählt das als Wiese? In dem Fall zählt es als Wiese, ja. Gut. Wobei ich zu den Nebelfeldern nachher noch was sage. Vermutlich hat der eine oder andere von euch schon einen Schreikrampf gekriegt, aber das... Kostet mich 10. Sehen wir dann. Oder erzählen wir dann. Gut. Gut. Genau. Dann mache ich noch eine Schifffahrt. Kriege ich eine Münze wieder. Also bringt es jetzt was in der Wertung? Die Schifffahrt selber nicht. Okay. Aber natürlich, je mehr Schifffahrt du hast, desto mehr kannst du deine Siedlungen verbinden. Und dann zählen sie ja zusammen als zusammenhängende Gebiete. Ach so. Ja gut, dann... Hatten wir ja vorhin schon mal diskutiert. Dann gebe ich auch 4 aus und verbessere meine Schifffahrt. Wobei, bringt mir das überhaupt was? Warte mal. Vielleicht, die Frage ist, wie viel hast du dann, ne? Das werden wir dann herausfinden. Ich meine, wir können es auch schon mal abtragen, so ist es nicht. Das hilft. Also, das hier ist eine Siedlung. Mhm. Die ist verbunden jetzt mit dieser Siedlung, mit dieser Siedlung, mit dieser Siedlung, mit dieser Siedlung und mit dieser Siedlung. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre im Prinzip meine Siedlungswertung hier. Okay. Und ich habe 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ja, ja. Nur damit den meisten kriegt nachher irgendwas von daher. Das kann ich jetzt eigentlich auch vergessen. Dann hätte ich auch in andere Sachen investieren können, statt an das, aber was soll's. Aber war ein guter Punkt, weil nur dadurch, dass ich auf 4 erweitert habe, konnte ich diese Verbindung hier herstellen. Deswegen danke, Andi. Bitte? Ich habe mir natürlich jetzt auf Ideen gebracht. Mist! Ich pause. Na, holst du noch ein bisschen Geld, ne? Das Geld kriegst du. Bin mir nicht sicher, ob man zum Schluss tatsächlich nochmal Geld kriegt, aber nicht. Weil es würde. Ich habe keinen großen Sinn, glaube ich. Na doch, für die Endwertung. Es geht doch auch darum, wie viel Geld du hast. Ja, schon, aber. Okay, auch in der letzten Runde, steht da. Gut, ja, dann nehme ich jetzt dann hier die 16. Und ich nehme mir die 13, weil ich passe auf. Was sogar gut ist, weil es gibt nochmal 2 Siegpunkte bei mir. Weil es hat 20. Da ist gut, dass ich nochmal 4 aufgehoben habe. Das war nicht on purpose, das hatte ich tatsächlich ignoriert gehabt, dass das so ist. Aber dann denkt er leider auch nicht mehr. Jetzt du bist 13. Quasi. Ja, es gibt ja noch die Punkte dann. Aber ja, aber erstmal Produktion. Erstmal Produktion, das heißt, ich krieg nochmal hier die 28. Ja, genau. Ich kriege hier die 24. Und genau, 2 Milch, von denen ich theoretisch auch eine in Käse umwandeln könnte. Machst du aber nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das mache. Weil die Frage ist, bringt der Käse mehr in der Endwertung oder nicht? Können wir kurz gucken. Verarbeitete Waren bringen 2 Siegpunkte, die nicht verarbeiteten bringen einen Siegpunkt. Und ob ich einen Ruhmespunkt nehme oder einen Siegpunkt, macht ja da eigentlich gar keinen Unterschied. Mhm. Also von daher bleibe ich jetzt bei dem. Dann haben wir 16 Getreide. Dann nehme ich jetzt hier die Plättchen dafür. Also das sind schon mal 8. Wie kommst du auf 16? Ach so, nein. Das sind 8. Ja, das sind 8. Ja, stimmt, das 6 sind 8. Ach, ich und 10 heute. Also sind 8. Genau. Gut. Bei mir sind es 2, 4, 6. Aber ich nehme lieber 2 Brote und einen Whisky. Und nehme dann 3 Getreide.
Und eine Wolle. Jetzt, wo du es sagst, natürlich, klar, bringt das mir. Ach, ich Idiot. Ja, komm, tausch um. Nee, es bringt gar nicht mehr. Wieso nicht? Du kriegst in der Endwertung dafür einen Punkt. Ach so, also ist es eigentlich hier egal. Hier auch nochmal. Also ist es eigentlich egal. Deswegen. Ob so rum oder so rum. Ja. Ruf wie gesprochen. Ja. Ja, aber jetzt bekommst du für die, die du da umgetauscht hast, diesen Ruhmespunkt nicht. Dafür in der Endwertung 2. Okay. Im Spiel gibt es in Haufen Erweiterungen und sonst was, da kommen wir nachher noch drauf. Eine Sache, die wichtig noch ist, eigentlich ist es eine Anleitung so, dass die Empfehlung ist, diesen äußeren Bereich, überall da, wo Nebelfelder sind, nicht zu nutzen, wenn wir nicht mindestens 3 Leute sind. Haben wir jetzt ignoriert, machen wir trotzdem, auch trotzdem gemacht, macht am Spiel geschehen jetzt überhaupt nichts aus. Ne? Deswegen bitte da nicht... Keine Kommentare nicht, zu diesem nicht, Thema. Nicht die Grenze kriegen und wenn, dann bitte die Leute darauf verweisen, dass wir am Ende des Spiels darauf hingewiesen haben, dass wir das gemacht haben, weil im Endeffekt wir ja auch hier mit dem den Häfen sonst ein bisschen ins Straucheln gekommen wären, glaube ich, aber das ist eigentlich egal. Also vom Spielgeschehen her selber. Ja. So. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen die Endwertung noch. Das heißt, hier haben wir nochmal pro Grund, der im Inventar ist, kriegen wir nochmal einen Ruhmespunkt. Den 9. Das heißt, das sind... Ne, Moment, die Milch zählt auch dazu. Das sind 8, 9, 11. 11. Genau. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann, schlauer Zettel. Roman und Andi. So. Ruhmespunkte. Hast du? 15. Ich habe 2. Nee, ich habe 19. Ich habe das falsches Ding getan. Punkte durch Grundnahrungsmittel, also Grundwaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast 6. Ich habe 11. Punkte durch diese Raffinierten oder? Habe ich 6. Hast du? 6 Punkte. Dann, pro 10 Münzen gibt es einen Punkt. 9. Das sind 3 Punkte bei mir. Bei mir auch. Auch. Auch 3 Punkte. Also mir fehlt ja auch 2. Mir fehlt einer. 6, ja. Hopfen. Pro Hopfen gibt es einen Punkt. 2, 4, 6 bei mir. Bei mir sind es 2, 4, 9, 13, 14, 17. Ich habe voll die Hopfenpunkte gekriegt da. Ja, ich mag Bier. Ja, kein Bier, ich mag kein gut, Bier. Gut, du hattest auch Glück bei den Plättchen. Ich habe irgendwie... Naja, egal. So, dann kommt es jetzt drauf an, welche Ressource was ist. Also, bei Wolle kriegen wir 3 Punkte, bei Tabak kriegen wir 4 Punkte und bei Zuckerrohr kriegen wir 5 Punkte. Ich habe 10 Wolle, das heißt, ich kriege 30 Punkte. Ich habe 12 Wolle. Das heißt, du kriegst 36 Punkte. Dann Tabak gibt 4 Punkte, da habe ich tatsächlich 4, also 4 mal 4 sind 16. Ich habe 2 mal 4 sind 8. Zuckerrohr habe ich leider gar nicht. Zuckerrohr habe ich 4. Also kriegst du da 4 mal 5 sind 20 Punkte. Oje. So, dann gibt's Punkte für den Export. Moment, muss ich kurz nachgucken. Das war für die meiste Anzahl von Exportaufträgen. Wie viele Punkte gibt's da? Der den meisten hat, kriegt 8 Siegpunkte nochmal. Also ich. Ja, du hast da wohl die meisten, es gibt dann wohl 8. Und dann die größte Siedlung. Also beim Spiel zu zweit ist eine Unterscheidung zwischen Meister und Zweitmeister nicht gegeben. Bei 3 und 4 schon. So, und dann gibt es die maximal verbundene Siedlungsgeschichte. Und da ist es tatsächlich so, bei 2 Spielern, wer die meisten verbunden hat, kriegt nochmal 12. Also Roman.
Also wir brauchen nicht viel zusammenzählen, du hast auf jeden Fall gewonnen. Aber können wir gerne machen. 20, 40, 48, 78, 84, 94, 101, 110, 116, 126, 131. Okay, 16, 46, 52, 55, 65, 66, 76. Naja, halt 85 habe ich. Das ist. Also, du bist Newbie und ich bin Average. Ja, allerdings gilt das tatsächlich für die Variationen bzw. Solo-Spiel. Aber ja, ja, okay. Ja, ist schon. Ja, aber. Ja. Ja. Na gut. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn man das Spiel öfter spielt, spielt ja, man es nochmal anders und es kommt auch darauf an, wer mitspielt und welche Sachen auch darstelligen. Und wie facettenreich das Ganze ist. Ja. Und man weiß jetzt auch nicht, ob. Ich hatte jetzt diese drei hier. Ich weiß nicht, ob ich davor auch schon welche hatte, die ich vielleicht günstiger hatte. Naja, gut, das war jetzt eine Möglichkeit, ja. Es kommt also auch drauf an, was man hier für ein Männchen hat. Mhm. Ja, welchen Clan man gewählt hat. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr facettenreich und man muss wirklich viele Dinge im Blick behalten. Das heißt, ich muss. Eigentlich, wenn ich schon in der dritten, allerspätestens in der vierten Runde, muss ich mir Gedanken machen, lohnt es sich noch, einen Exportauftrag anzunehmen? Weil der kostet ja Geld. Mhm. Kriege ich das hin? Kriege ich die Waren zusammen? Kann ich sie entweder kaufen oder kriege ich sie irgendwie getauscht über die Hafenaktion? Ich habe jetzt zum Beispiel zweimal solche Hafenaktionen gemacht, du hast sie gar nicht gemacht. Ja. Wobei du hier für drei Münzen hättest du so eine Aktion machen können, ja? Ja, ich kam ja erst zum Schluss da dran. Vorher kam ich ja gar nicht erst dran. Ja, gut. Also du hast schon recht. Also so ein paar Sachen muss man auch einfach machen. Ich meine, ich hatte so ein bisschen was im Hinterkopf, was ich machen könnte, aber irgendwie entweder kam ich dann nicht an das Plättchen, was ich gebraucht hätte. Ja. Das hast du nur weggeschnappt. Oder, ich hatte noch ein, zwei Mal einfach nicht richtig nachgedacht gehabt. Oder auch so hier diesen Nachbarschaftsbonus. Mhm. Den haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht genutzt. Das macht es auch nochmal facettenreicher. Und stimmt. Je mehr man isst, desto voller wird das ja dann auch. Je mehr man isst, desto voller wird man. Je mehr man isst, desto voller wird man. Richtig. Ja, aber stimmt tatsächlich. Es ist facettenreich. Du musst dir wirklich Gedanken machen. Du musst eigentlich dir schon eine Strategie entwickeln. Und ich war zweimal an solchen Sachen, wo ich mir gedacht habe, warum hast du diesen Schritt jetzt gemacht? Es wäre wichtiger gewesen, sich den Exportauftrag zu nehmen. Andi hat ihn sich dann zum Glück nicht genommen und dann konnte ich ihn mir holen. Weil wenn du in Gedanken schon was hast und denkst dann, okay, jetzt mache ich den Schritt und dann schnappt dir derjenige vor dir den Exportauftrag weg, auf den du dich gerade vorbereitet hast. Ja, und die Waren, die du deswegen schon hast, sind gerade im Keller, weil die gerade wirklich, wirklich da unten liegen. Dann ist das wirklich ärgerlich. Also ich bin da zweimal wirklich in Schwitzen gekommen, wo ich echt gedacht habe, diesen Schritt hättest du jetzt gar nicht machen brauchen. Der Schritt ist safe. Hättest du lieber vorher was anderes gemacht. Ne? Genau. Aber es ist auch ein Erfahrungswert. Also wenn man oft spielt, viel, viel öfter, als wir es jetzt gespielt haben, wir haben es schon ein paar Mal gespielt, aber trotzdem. Mhm. Man guckt nicht mehr nur auf sein Ding, sondern man beobachtet den Gegner auch wieder mehr. Mhm. Solange man quasi so ein bisschen schaut, auch mit diesen anderen Clans, den hatte ich noch nie gehabt. Ja. Man versucht damit irgendwie eine Strategie herauszufinden, aber man muss eigentlich auch gucken, was der andere macht und was es uns so gibt und was eventuell man wegschnappen müsste, früh genug, damit man es nicht selber verliert. Mhm. Was ich bei dem Spiel ganz interessant finde, ist, es gibt hier im Heft selber eine ganze Menge von Variationen, die sagen selber, ja, das Spiel ist durchaus auch kompliziert, gerade für die Einsteiger ist es nicht immer ganz freundlich. Aber es gibt hier einige Varianten, die man machen kann, die man nutzen kann, um auch zum Beispiel das Spiel zu vereinfachen. Beispiel, Importgüter statisch zu halten oder die Wertungs- und Hafenplättchen wegzulassen. Hm? Dass du sagst, du guckst jetzt gerade noch am Anfang gar nicht da drauf, sondern du guckst mehr, dass du so allgemein das Spielgeschehen mal hinbekommst. Ja. Ne? Da findet man auch besser ins Spiel. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Spielplan ein bisschen verdichtet, dass man ganz ohne Clans spielt, also keine Spezialfähigkeiten. Das wäre vielleicht auch nochmal anders gewesen, weil ich finde, der ist echt stark. Und hier kommt drauf an,
muss man ihn stärker benutzen, glaube ich auch. Aber der war auch nur deswegen stark, weil ich aufgrund der dieser Sache in der Lage war, hier diesen Käseauftrag zu erfüllen. Ja, ja. Ja, ja. Also das ermöglicht dir dann solche Sachen. Genau, das ist natürlich echt gut. Ja. Oder was man auch machen kann, ist, wenn man sagt, man macht es so ähnlich wie du es vorhin hattest, den Clan-Chef-Modus, dass man sagt, man macht den Clan, die Clan-Auswahl per Auktion. Mhm. Na? Das ist natürlich ganz zufällig, was man bekommt, so wie wir es am Anfang fast gehabt hätten. Haben wir jetzt nicht gemacht, das wäre natürlich noch eine Sache, die es sonst ein bisschen erschwert. Zudem möchte ich jetzt noch was sagen. Der Clan hier zum Beispiel, wenn man den sich anguckt, der macht, wenn man an Flussmündungen baut, macht er das Ganze günstiger. Ja. Also das bringt auch vieles. Da muss man halt zusehen, dass man dann auch an die Flussmündungen rankommt. Ja. Ja gut, aber das wäre so ein bisschen ein guter Gegenspieler zu deinem gewesen, ja, glaube ich. Genau, richtig. Weil mit denen, da gleicht man ein bisschen den Vorteil wieder aus. Ja. Zumal der kann das ja, bei dem geht das ja für alle Sachen, die man bauen kann. Inklusive hier diese die Gebirge und Waldarbeiter und sowas. Hier gibt es ja auch noch, also man sieht, es gibt sehr, sehr, sehr viele Clans. Wie viel gibt es eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Clans. Also, und jeder halt, wie gesagt, mit dieser individuellen Spezialfähigkeit. Das macht auf jeden Fall viel aus. Dann diese Hafenaktion macht auch viel aus. Wenn man halt guckt, was kommt hier. Ja, so konnte man sich schon drauf vorbereiten. Übrigens, dass ich hier noch solche Farben gekauft habe, habe ich mir bei dir abgeguckt. Weil ich gedacht habe, natürlich, das bringt ja zwei, ne? Ja, und dass du hier weitergemacht hast, hat dir im Endeffekt diese Wertung gerettet. Ja, genau. Weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendwie so zwei, drei gehabt. Dann wäre eins, zwei, drei. Ja, das wäre hier zwischen vier, das gestoppt gewesen. Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Ja, fünf. Wobei, nee, da wäre ich auch noch hingekommen. Sechs halt. Ja, aber eins, zwei, drei, vier, fünf hatte ich. Nee, sechs hatte ich ja auch. Ja, wenn bei Gleichstand gibt es wieder Sonderregeln. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber ja. Ist sehr facettenreich. Sehr facettenreich. Gut, Fazit. Willst du anfangen? Also ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Mhm. Wie gesagt, man muss es öfter spielen und man muss auch die richtigen Leute dabei haben. Geht nicht mit jedem DAO, muss man blöd zu sagen. Ja, das ist richtig. Weil man da auch erstmal ins Spielgeschehen ein bisschen reinfinden muss. Auch vom Setting her, von der Aufmachung, von den Mechanismen, die man hat, finde ich, ist gut. Inwieweit die verschiedenen Clans sich gegeneinander auch balanced sind und wie man sie dann auch spielen muss, damit es gut ist, das muss man mal gucken. Ja. Es ist allerdings für mich schon, also es ist definitiv kein Familienspiel. Nee. Ich würde jetzt schon in Richtung Kennerspiel sagen. Es ist noch nicht das High-End-Experte sonst was Spiel. Ja. Aber also, ich würde sagen, eine Art Terra Mystica Light. Also das Wichtigste ist, glaube ich, du musst den Aufbau einmal gecheckt haben. Ja. Weil wenn du es dann spielst und die Grundzüge drauf hast, dann geht das wirklich locker flockig von der Hand. Ja. Natürlich haben wir noch an der einen oder anderen Stelle nachgedacht, mach ich das jetzt so rum, mach ich das lieber so. Mhm. Ja, aber irgendwann kommen wir in den Fluss rein. Mhm. Und das Komplizierteste ist wirklich der Aufbau, weil ihr seht ja, also sehr, sehr, sehr umfangreich, sehr viel verschiedene Materialien. Da muss man einfach wissen, das dahin. Mhm. Ja. Keine Ahnung, wie viele Millionen Tüten dabei sind. Und die hier waren auch noch dabei. Also, Tüten für alles. Das ist ein sehr positives. Ja, Andi hat es am Anfang schon gesagt. Holz? Ja. Super. Du und dein Holz. Ich und mein Holz. Ich und. Nein. Unglaublich. Man kann es wirklich schön getrennt voneinander verpacken und dann hat man es wirklich auch einfach beim Aufbau. Mhm. Ja. Ein Haufen. Mach ich da hin auf den Tisch einen Haufen, da hin einen Haufen, da hin einen Haufen. Ja. Gegen das Material kann man nichts sagen. Nee, überhaupt nicht. Illustrationen sind sehr schön. Sehr detailliert. Sind wir ja gewohnt von Clemens Franz in der Ecke. Aber ja, definitiv nicht schlecht. Auch das hier mit diesen durchsichtigen Plättchen. Ja, das fand ich auch. Das ist, bei anderen hättest du da vielleicht irgendwie einen Holzring gehabt mit einem Loch in der Mitte. Ja? Mhm. Aber das ist wirklich super. Also
Da kannst du halt auch nichts sagen. Das Spielsystem ist cool, auch dadurch, dass du das umdrehen kannst und hast dann immer wieder eine andere Karte, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, über die Zeit entwickle ich eine Strategie, wie ich vorgehe, ja. Das kannst du damit verhindern. Ich find's einfach super gelungen. Und auch dadurch, dass du halt diese Plättchen abwechseln kannst, ja. Das waren ja jetzt nur, ich meine, hier gibt's ja noch mehr Hafenfunktionen, die es gibt. Hier zum Beispiel ersetzt, dass man halt keine Viecherherde keulen muss. Ja, das ist, also wirklich. Oder hier für eine Verbesserung 3 Ruhmespunkte. Ja. Und muss dazu sagen, ne, also dieses Fazit von jemandem, der eigentlich eher so Koop mag und solche Spiele abgöttisch eigentlich hasst. Ich habe auch, wo wir das Spiel das erste Mal rausgeholt haben, und Andi hat's, Andi ist bei uns so der Anleitungsmaster. Das heißt, er guckt sich die Anleitung durch und erklärt es mir dann quasi on the fly, also während des Spiels. Ich dachte am Anfang, wo er mir dann so einzelne Passagen vorgelesen hat, dachte ich immer so, oh, das kann doch nichts werden. Aber wenn man dann im Spiel drin ist, dann flockt das. Und ihr habt es ja selber gesehen, wir haben am Anfang gesagt, wahrscheinlich spielen wir bloß so ab so bis zur zweiten, dritten Runde, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dass man gesagt hat. Es fesselt einen schon, das muss man schon sagen. Ja, klar. Zumal, das war mein Gedanke, wo wir mit der dritten Runde fertig waren und ich schon gedanklich für die vierte Runde und für die fünfte Runde was vorbereitet habe. Und dann dachte ich so, verdammt, wir wollten ja früher aufhören. Dann waren ja jetzt diese Schritte total blöd. Ja, ich dachte mir so, ja gut, dann Roman, ja, ach, dann machen wir weiter. Nee, also wirklich, Material super, Illustration super, Idee super. Mhm. Preislich, kannst du was zu sagen? Wann habe ich das gekauft? Eine gute Frage. Ich glaube, wir hatten es auf der Messe gesehen. Auf der Messe in Essen haben wir es gesehen. Auf da der Messe in Essen. War es, glaube ich, eher so im Bereich irgendwas zwischen 35 und 54. Mhm. Ganz genau, kann ich jetzt nicht sagen. Auf der Messe. Für den Umfang. Oder und es war ja jetzt auch nicht gerade leicht, ne, wo man die Packung auf den Tisch gehauen hat. Oder auch also im Spieleladen eures Vertrauens. Also ich denke, lasst es um die 50 sein. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist definitiv ein gelungenes Spiel und ich denke, es ist auch das Geld wert. Ja. Ja. Gut. Diesen Worten möchte ich nichts hinzufügen. Deswegen sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.